soll ja bald auch Bären geben, die einen auch angreifen. Okay. Ja, das wäre mehr Survival-mäßig, das wäre ganz cool. Gut wären Ja. auch, wenn Zombies kommen würde. Ich kann es immer wieder nur betonen. Dann gibt's bald mehr Bären als Zombies. Ich glaube, die Bären werden mehr besser funktionieren als Zombies, so, weil die Zombies. Aber ich habe gehört, Zombies können angeblich schon Treppen nach oben gehen. Habe ich noch nicht getestet. Kann ich auch ehrlich gesagt nicht glauben, aber soll es schon geben. Wäre cool, wenn das so weit geht. Also inzwischen steigert sich, sage ich mal, die Geschwindigkeit, wie das Spiel abgegradet wird, wie neue Features dazukommen. Ich habe natürlich sehr viele Städte dazu getan und Waffen, aber auch jetzt Zombies und die ganze Welt, wie zum Beispiel dieses Lagerfeuer, das Kochsystem funktioniert, Tiere wurden hinzugefügt und ja, ich denke, wir sind nicht mehr weit entfernt davon, dass man die Standalone als ein ernstzunehmendes Sp oder als ein Spiel sehen kann, was wirklich auf Dauer Spaß macht. Zelte wurden ja auch schon eingefügt. Ich glaube, die werden noch nicht abgespeichert oder so. Aber ich glaube, die sind schon fest im Spiel drin. Also nicht mehr auf der Experimental, sondern die sind komplett fest im Spiel. Gibt ja jetzt auch eine Mosin, also die Mosin, die kann man jetzt vorne absägen, dann hat man eine Sword of Mosin. Echt? Ja. Okay. Und man kann auch, genau, das hat mich der Dante erzählt, es gibt hier bestimmte Bäume, ich glaube das ist Eiche oder Buche, ich weiß nicht welche von denen. Wenn man die fällt, kann man aus denen einen Bogen machen, so einen, ja, einen Bogen halt. Ist auch ganz cool, man braucht dann irgendwie ein Seil. Ich glaube, wir haben sogar ein Seil, ne? Wir haben hier ein Seil, was haben wir? Wir haben hier ein Rope, genau, wir haben ein Seil. Dann braucht man diese Holzstangen, nennt man das so, Holzstangen, auf jeden Fall so ein bogenartiges Holz von dem Baum oder zumindest muss man irgendwie das Ein so Ast. ja ein Ast, aber ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Auf jeden Fall kann man sich dann einen Bogen craften und man kann Pfeile craften. Also man kann sogar Waffen schon selber bauen. Das finde ich ganz cool. Also das ist echt schon Survival Feeling steigt langsam in der Standalone. Ja. Jetzt haben wir uns hier leicht verlaufen. Aber ich glaube, wenn wir hier weiterlaufen, kommen wir irgendwann bei Gorkhai raus. Das habe ich so ein Gefühl. Ich glaube auch. Meine Orientierung war auf Genovus noch nie so gut. Dann können wir da oben gucken. Da ist eine Stadt, das müssen. Ja, doch, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind, Perry. Alles in Ordnung. Na denn. Der Mucker weiß, wo wir sind, ist alles okay. Was ich auch cool fand, ist, dass wir die ganzen Mods getroffen haben von uns. Also die Mods sind alle, oder fast alle, sind gekommen aus dem Stream-Chat. Es sind so viele Leute gekommen und ich fand es einfach nur genial. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Ich würde es am liebsten jeden Tag eine Gamescom haben. Es hat mega gebockt. Und auch alte Bekannte einfach, die man von so kennt. Efi, Mary, alle getroffen. Geil, geil, geil. Jeden Tag. Wir sind jetzt in dieser Stadt, in dieser Kurvenstadt, glaube ich. Ja. Sieht so aus. Weil das ist eine neue Stadt. Nee, ich meine, das wäre die Stadt vor Gorka. Also wenn wir dann weiter in die Richtung gehen, kommen wir gleich nach Gorka, meine ich. Ja, genau. Aber ich erinnere mich nicht an diese Gebäudenart. Doch, 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 doch. Das ist sogar ein Brunnen. Ach, wir sind von einer anderen Stelle Ey, ich gekommen. weiß, wo wir sind, ich weiß, wo wir Ja, sind. ich weiß auch, wo wir sind. Komischerweise müssen wir aber eigentlich von der Straße weiter oben kommen. Wir müssen jetzt genau hier geradeaus gehen, dann sind wir in dem Spalgorka. Kann meiner schon wieder hungrig sein? I want to eat something. Meiner ist auch hungry. Ich habe noch ein Bloodpack mit. Wir müssen irgendjemanden finden, dem Ich brauche wir eins. Blut abnehmen können. Ich habe so ein Salin-Bag. Und die Ja, sind ja alles Salin, so genau, blau. Salin Bag 4 ist das, ne? Ja. Ich würde sagen, wir suchen uns jemanden einfach, den wir so ein Blut ab. Hallo Zombie. Den wir Blut abzapfen können. Dann geben wir dir das einfach auf gut Glück. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Weil irgendwie weiß ich nicht.
Hey, wo sind wir denn hier? Ja, ich bin einfach meine Fähigkeit folgen. Wir gucken einfach mal, wo wir rauskommen. Vielleicht finden wir jemanden, den wir nach dem Weg fangen können. Ja, hallo? Hallo? Dann ist das so wie am Samstag auf der Gamescom, als wir durch die Hallen gegangen sind und auf einmal bei der Let's Play-Bühne standen und uns gefragt haben, wie wir jetzt da angekommen sind. Ja, wir haben uns die Hallen angeguckt, haben die ganzen Sachen. Sozusagen, man kann vorstellen, die Hallen sind nach Gebieten aufgeteilt. Also es gab halt einmal so eine PlayStation oder eine Konsolenhalle, es gab einmal die League of Legends bzw. die E-Sport-Halle, dann gab es einmal so die Hardware-Halle, wo Razer, wo Rocket, wo sowas alles war. Ja, dann gab es halt so die Let's Player und die Cosplay-Hallen und so. Und dann gehen wir so durch die Hallen, auf einmal zack, sind wir eigentlich da gewesen, wo wir hergekommen sind. Obwohl wir eigentlich immer noch geradeaus gegangen sind. Aber war auch sehr viel los. Also ich muss sagen, Donnerstag war deutlich mehr los als am Samstag. Hat mich gewundert, normalerweise ist das immer umgekehrt, aber Donnerstag konnte man zum Beispiel in der League of Legends Halle sich keinen Millimeter bewegen. Das war wie so Pinguingang. Und Samstag war das recht leer. Also das hat mich echt gewundert. Aber Samstag war echt, also es waren beide Tage cool, es waren echt beide Tage cool. Nächstes Mal versuchen wir auch dann 5 Tage da zu sein, je nachdem, wie das Ganze funktionieren wird. Wir müssen ja erstmal so das Ganze, diese Resonanz von der Gamescom abwarten, ob es auch den Zuschauern gefallen hat. Aber alle waren bisher glücklich, waren cool. Vor allem war es auch mal nett, sag ich mal, mit euch ein bisschen plaudern zu können. Ich habe versucht, immer mit dem ein bisschen etwas länger zu plaudern, sozusagen. Denn das ist immer, für mich ist das komisch. So, natürlich, ihr kennt einen, wenn, also ihr kennt ja mich, sage ich mal, durch die Videos. So. Deswegen, ihr könnt ja immer was erzählen oder so. Oder ihr könnt was ansprechen. Aber für mich ist es halt, ich kenne euch ja nur als Zuschauer. Also, ich kenne euch nicht direkt. So. Ihr wisst einfach mehr von mir, als ich von euch. So. Und das finde ich immer so ganz interessant. Und. Aber es waren wirklich, es waren, alle waren mega nett und einfach geil. Vor allem die ganzen, allgemein die ganzen Leute auf dieser RPC, auf den Gamescom, auch die, sag ich mal, jetzt nicht Zuschauer, sondern einfach die da als Gäste, ja, sag ich mal, als Gamescom-Besucher da sind, die sind ganz anders drauf als, die sind einfach alle mega locker drauf. Es gab auch mega geile Cosplays, muss man sagen. Oh Man hat ja. natürlich wieder ein paar Fotos geschossen. Vor allem die Mädels wieder, alle sehr attraktiv gewesen. Und, ne? Was ich auch cool fand, es gab so eine Halle, das war oben bei der Cosplayer-Halle. Die haben so mit kleinen, sag ich mal, was ist mit kleinen, so mit, waren gar nicht so klein, so mit ferngesteuerten Autos gespielt. Perry, lass mal hier rechts laufen. Und, diese ferngesteuerten Autos waren aber jetzt nicht einfach so zum Rumfahren, sondern die haben nur gedriftet. Also, das waren so gewisse Drift-Autos, das war auch mega geil. Dann gab es da so eine Skaterhalle. Man konnte auch zum Beispiel das neue FIFA anspielen. Da haben wir nämlich so einen, ja, sag ich mal, geheimen FIFA-Platz gefunden. Es gibt in der PlayStation-Halle gab es einen FIFA-Stand, ne, für FIFA 15 war das, glaube ich. Ja. Und da waren, keine Ahnung, gefühlte 100 Leute, die sich angestellt haben. Das bedeutet immer so 2 Stunden warten, bis man einmal zocken kann für 5 Minuten. Deswegen ist es meiner Meinung nach oder lohnt sich es kaum anzustellen für sowas. Aber in dieser Cosplay-Halle gab es neben, da gibt es auch so ein Skateboard-Halle, also wurde so ein kleiner Skateboard-Park aufgebaut. Und daneben gab es auch nochmal so einen PlayStation-Stand, so ein ganz klein geheim. Und da konnte man auch FIFA 15 spielen und da waren immer nur 2 Leute. Also eigentlich wusste keiner von dem was und da saßen immer die, oder da waren immer die 2 selben Leute und haben immer gespielt. Fand ich ganz lustig. Am Ende haben die auch immer so ein bisschen Cola verschenkt als Werbung. War auch ganz cool. Also, ich finde für das Geld, sag ich mal so 10 Euro, was man da alles gesehen hat, war super. Vor allem, wie man die Leute getroffen hat. Man hat ja im Ticket auch Bahnfahrten alles dahin gehabt. Also, einfach saugeil. Ich liebe die Gamescom. War schon echt ein Erlebnis, das muss man mal mitgemacht haben. War ja für mich auch das erste Mal. Aber ich muss sagen, das ist schon etwas, das muss man mal erlebt haben. Auf jeden Fall, also. Okay, wir sind hier irgendwo. Lass mal hier lang gehen. Wo sind wir? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Dein Glaube ist stark. Ne, ich habe keine Ahnung, wo wir sind.
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dass wir einfach bei Polana sind. Aber das kann auch nicht sein. Oder wir laufen in Richtung Devil's Castle jetzt. Das könnte auch sein. Oder wir kommen gleich einfach am Airfield an wieder. Das könnte auch sein. Also auf jeden Fall nicht am Nordost, da müssten wir in die Richtung da. Hast du einen Kompass? Natürlich. Kannst du mal gucken, wie es nach Osten, nee, nach Westen geht? Da lang. Okay, gehen wir mal da lang. Das könnte nämlich nach Devil's Castle sein. Da gab es nämlich auch noch einen Weg. Hattest du dir Perry auch noch Spiele angeguckt gehabt eigentlich? Da war ein Strategiespiel, was mich sehr interessiert, nämlich Grey Goo. Das sieht aus wie eine Mischung aus Command & Conquer und StarCraft. Das habe ich mir eine Weile angeguckt und ich muss sagen, wenn das rauskommt, ich denke, ich werde mir das holen. Das sah sehr, sehr interessant aus. Ich habe auch sehr viele interessante Spiele gesehen. Das Problem ist, man sieht natürlich immer die Trailer so. Anspielen technisch ist es immer schwer auf der Gamescom. Man sieht die Trailer sehen immer geil aus, aber die meisten Trailer sagen auch nicht wirklich viel aus. Deswegen, bei dem Spiel, was ich mir da angeguckt habe, dieses Grey Goo, da waren halt zwei Profispieler so, ich schätze mal, es waren Mitentwickler oder so. Die haben das halt gespielt, das konntest du dann verfolgen auf zwei großen Bildschirmen. Und nebendran hatten die halt links 8, rechts 8 PCs, wo Spieler waren und du konntest dich dahinter stellen und denen zugucken. Das habe ich halt gemacht so. Hab mir das angeguckt, wie die das spielen und hab mir das so ein bisschen angeguckt. Das sah echt gut aus. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Jo. Ja, einige Spiele auf jeden Fall. Da waren sehr viele Spiele. Was ich auch geil wieder fand, war von Blizzard die Cinematics zum neuen WoW-Add-on. Blizzard hat da wieder qualitätstechnisch so ein Ding rausgehauen. Ich hoffe wirklich, die machen demnächst mal so ein WoW-Video oder so. Das ist einfach nur genial. Ah ja, und genau, für die Leute, die auf der Gamescom waren. Ich weiß gar nicht, ich musste ja irgendwo noch meine zweite Karte haben. Also wir waren ja an 2 Tagen. Und die Keys oder beziehungsweise die Ziffern von den Karten, wenn man die bei League of Legends eingibt, bekommt man da, ich glaube, 2 Skins müssten da sein. 2 oder 3 Skins. Riot Katie bekommt man und einen Riot Faust Ward Skin. Genau. Das ist ja immer so. Ich werde meinen auch noch eingeben und dann müssen wir, glaube ich, jeder, Kevin muss das ja auch, glaube ich, noch irgendwo die Ich Karten habe auch haben. noch meine Karte. Genau, ich denke, dass wenn wir dann vielleicht sogar am 24 Livestream streamen, werden wir das dann noch verlosen. Ihr wisst ja Bescheid, von Montag auf Dienstag, ich hoffe, der ist noch nicht um. Da werden wir 24 Stunden Livestream machen und da wird. Ich habe sogar mich überreden lassen auf der Gamescom, dass ich auch wieder eine Runde LOL spiele. Da waren nämlich auch einige Zuschauer, die gesagt haben, okay. Finde ich cool, dass du jetzt öfter streamst, nur leider kein LOL mehr, weil die sehr, oder große LOL-Fans waren und den CSGO und DayZ nicht so liebt. Werde ich auch ein bisschen mit der Community LOL spielen, also. Spiel einfach kein Ranked, dann macht das auch Spaß. Ja, Adam oder so macht immer zwischendurch Spaß. Außer man bekommt Ja. so Drecks-Champions. Aber wenn Oder man. einfach mit 4 Freunden so, dann macht das auch noch. So, Ranked alleine oder alleine Normals kann ich keinem empfehlen, wirklich keinen. Das macht keinen Spaß. Aber mit Freunden, dann macht das richtig Bock noch. Ich habe keine Freunde. Oh. Oh. Wir finden bestimmt 4 Freunde, die mit dir spielen, Muka. Nee, Adam oder so macht immer Spaß. Ja, Das klar. geht auch schnell. Und wenn nicht, dann liebe ich einfach. Bekommt man da eigentlich einen Bann, ne, bei Adam? Nö, nö, nö. Ich habe heute wieder Ranked gespielt. Echt? Ja. Und? 3 Spiele, 2 gewonnen, 1 verloren. Okay. Mal wieder. Ich wollte ja eh nur Gold erreichen, ein paar Punkte gemacht, damit ich nicht wieder absteige. Komm mal hier hin, komm mal hier hin. Ich glaube, da vorne müsste Devil's Castle sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, ich hatte schon die Vermutung, der Weg führt uns zu Devil's Castle, was immer ganz cool ist, weil wenn wir jetzt hier lang gehen. Komm mal mit. Wo bist du? Ja, links von dir, links von dir. Dann kommen wir irgendwann bei Gwotzno oder so. Ich weiß ja nicht, wo Gwotzno ist, aber da ist zum Beispiel vorne eine Stadt. Und dann kommen wir irgendwann zum Nordwest Airfield. Und da möchte ich hin, da möchte ich mich equippen. Und da gehen wir ab.
Ich weiß, wo wir sind nebenbei. Wir sind, wenn man, da vorne müsste die Stadt genau, bzw. genau hinter der Stadt ist das Nordwesterfeld. Wir müssen gleich die Mauer sehen. Weil diesen links ist nämlich ein Deerstand, den gibt es nur einmalig in dieser Kombination. Das kenne ich noch aus der In Mod. dieser Kombination. Kombiniere, kombiniere. Wäre ja geil, wenn wir so Crash-Site finden. Yo Leute, danke erstmal fürs Reinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge und unten den letzten DayZ Standalone-Part. Haut rein!